herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zu einem neuen Let's Play einer spontanen... Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture 4. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, fallar muchos veces. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Willkommen zu einer spontanen Aufnahme zu Portal. Ich habe ja heute die Duldungserlaubnis gelesen zu Valve-Spielen oder Valve-Spielen. Dachte ich mir, okay, mach das sofort. Als ich das Spiel gekauft habe, dachte ich mir, ja, muss ich jetzt playen und ja. Und ich muss sagen, ich finde die Musik super, ich nehme mal mit hier. Hallo. So, Portal, worum geht's in dem Spiel? Werdet ihr sehen, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Jawohl, okay, worum geht's in dem Spiel? Um diese Portale einfach. Wir haben hier ein oranges Portal, ein blaues Portal. Wir können in Echtzeit hindurch. Man kann sogar... Ah, Geräusche kommen nicht durch. Man hört, ich zumindest höre es jetzt auch vom rechten Ohr. Weil es hier rechts von mir ist. Wir sehen uns auch selbst. Also wie gesagt, das ist halt echt Echtzeit. Die Firma, um die es hier geht, ist Aperture, eine, also ein bisschen so, ja, Fanfact, ein, Moment, oh, keine Finde mehr. Fanfact ist einfach F-Objekt auf dem Jahr, haben wir schon gesehen. Ja, Vorsicht. Von diesen Dingern bedeutet das und das hier bedeutet einfach nur, ja, man kann diese Cubes mitnehmen. Fanfact, Aperture ist eine Konkurrenzfirma zu Black Mesa, der Firma aus Half-Life. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja. Das heißt, wir können die Musik nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Statisches Rauschen auch nicht. Hier im Spiel gibt es halt auch noch... Wenn jetzt jemand Morse-Code kann, kann er das vielleicht ja sagen, was er gehört hat. Oder was sie gehört haben. Ich finde es interessant. Auf jeden Fall. Hier gibt es halt diese Dinger. Hier sieht man auch Kubus da draufstellen. Aktiviert das alle als Schalter, die Türen aktivieren. So. Mach schon. Schade. Und mit uns passiert nichts. Das ist wenigstens super. Jawohl. Und wir fahren scheinbar nach oben. Hier gibt's, glaube ich, gar nichts, wie es aussieht. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Ah. Wow. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Nicht? Okay, gut, dann. Man hat gesehen, die Portale bewegen sich scheinbar auch, also sind nicht statisch. Sozusagen. Wobei das Interessante am Spiel kommt erst noch.
sagen, so rein theoretisch wäre es sogar möglich, solche Portale irgendwann zu erfinden. Oh, Ladedaten. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ach so, ja, gut zu wissen. Okay, es gibt für uns nur die eine Möglichkeit hier. Ach gut. Ja gut, dann gehen wir mal hier durch. Ach so. Ja, nee, dann müssen wir mal doch hier hin. Ah, da sehen wir uns schon mal selbst. Frau Sepp. So, nehmen wir mal das Ding. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Ich versuche mal da hin, jetzt hinzukommen. Irgendwie. Wo ist... Am Arsch. Ah, perfekt. Was hatte ich? Ah ja, genau. Ich will jetzt nämlich, da hier ist das mit diesen, Aber jetzt sieht man auch, wie man das Ding bewegen kann. Ich versuche mal diese, Verbindung hinzukriegen. Ich wette, die sind dann irgendwo da unten. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Jaja. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Aha. Jetzt haben wir die zweite Verbindung. Sehr schön. Ja gut, was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ach ja, die Portals sind so weit realistisch. Das nicht benutzen. Die Portals sind soweit realistisch, da es ja die, an sich die Wurmloch-Theorie gibt, mit der man das eigentlich wirklich echt durchsetzen könnte, irgendwie. Ich weiß nicht wie, weil ich mir selbst ein Wurmloch so an sich nicht richtig vorstellen kann. Aha. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Kammerschleuse. Ja gut. Muss ich ja so machen. Schon hier noch eine Kamera. Ah, da ist noch eine Kamera. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Puh? Ja, dann können wir auch hier durch. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Schauen wir mal, die Verbindung finden. Hier scheinbar nicht. Oh. Wo ist hier die Störung jetzt?
Aha! Da oben also. Ah, ich bin gut.